Ja, hier ist wieder so ein Fisch in dem Grünzeug drin. Das ist so ein Razorania. Wir haben 2 Fischskill. Mal gucken, ob wir den erwischen. Nee, keine Chance. Aber wir können wieder so ein bisschen Algen sammeln. Hallo und herzlich willkommen in unserem Rudel. Ich glaube, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Das hier ist Silare mit Lasi. Und das ist Melana, ist schon bereit für den High Five. Und Takuta, Double High Five. Das ist hier diese coole Klaue, die uns Fischen und Angriff bringt. Also super cool. Die sieht halt so aus, ne? Die Klauen. Da oben im Gebüsch versteckt sich noch Kiroku. Kiroku ist auch noch klein, muss noch wachsen. Und hier drüben sitzt auch noch Tanuta. Tanuta sammelt für uns Beeren, sorgt dafür, dass wir immer genug zu essen haben. Die anderen, die machen hier nämlich nur Blödsinn. Die schwimmen die ganze Zeit durch die Gegend und jagen Fische. Und das funktioniert nicht besonders gut. Ich habe also nochmal komplett auf einer neuen Map gestartet. Die Karte heißt Archipel und ich denke, die ist besser für Fische geeignet, also für Fischer. Und ja, für Fische natürlich auch, ne? Und dann gucken wir einfach mal, ob wir es schaffen, ein Rudel von Fischern hier heranzuzüchten. Ich bin schon so ein bisschen am Testen. Ich habe schon ein bisschen angefangen, weil ich gedacht habe, das dauert sonst einfach zu lange. Und wir sind schon ein bisschen in die Richtung gegangen jetzt. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein Tier mit 6 Angriff. Das ist ziemlich krass. 6 Stärke. Das ist natürlich auch gut fürs Fischen. Und 4 Angeln haben wir. Obwohl ich nicht genau weiß, ob das jetzt beim Fischen direkt was ausmacht. Wir haben auf jeden Fall 4 Angeln durch die Klauen. Die geben ja auch Angelbonus. Na, gucken. Die sehen so aus. 2 Stärke und 2 Angeln. Und das ist ein wichtiger Start für uns dann. Und das ist natürlich nicht verkehrt, wenn wir uns auch gut verteidigen können. Aber wer Fische jagt, der kann ja auch gut an Land mal so Birjenas jagen oder so. Ich denke, wir kombinieren das ein bisschen. Wir gehen hauptsächlich Richtung Fischen. Aber ein bisschen Stärke oder so nehmen wir gerne mit. Das kostet ja nichts. Und dann können wir auch mal eine Birjena oder einen Hasen oder so meucheln. Die sind auch mal ganz lecker. Ja, und das sind also die Tiere, die ich habe. Im Prinzip sind das alles noch die Startertiere. Ihr seht es an den Genen hier. Gut, das Tier ist, glaube ich, zugelaufen mit GI. Wir haben Takuta mit den besten Statistiken im Moment. Mit AC. Wir haben noch Melana, auch mit AC. Wir haben das Jungtier mit HA. Und Silare mit HK. Das Tier hat auch AC bekommen, okay. Das heißt, wir haben 3 Tiere mit AC, was natürlich nicht besonders cool ist. Silare ist von den Statistiken her total uninteressant. Also bräuchte man, gut, das sieht natürlich ganz nett aus hier, ein ganzer Haufen an Zeug. Aber kann weder gut schwimmen, noch gut sammeln, kann nicht gut kämpfen, kann überhaupt nicht fischen. Kann also eigentlich nichts. Das Problem ist, wir haben nur AC-Tiere, das heißt, ich muss hier was reinkreuzen. Deswegen habe ich jetzt Silare hier reingekreuzt mit den HK-Genen. Hab sie mit Takuta gepaart und da ist Lasi rausgekommen. Und coolerweise hat Lasi 2x Fischen bekommen. Was brauchen wir mehr, ne? Wir haben sogar 3 Stärke, also Statistiken sind vollkommen in Ordnung. Bin ich ganz zufrieden mit. Und da werden wir jetzt so ein bisschen weitermachen. Ich denke, wir werden hier Takuta und Melana trotzdem mal verpaaren. Das wird dann wahrscheinlich ein krankes Tier geben. Aber die Statistiken sind einfach total gut. Und die möchte ich natürlich möglichst aufrechterhalten. Deswegen werden wir das mal versuchen. Und außerdem werden wir nochmal Silare hier nachzüchten. Können wir mal direkt machen. Das mal so. Genau. Perfekt. Dann kannst du noch ein bisschen Gras sammeln. Du kannst noch nicht aus dem Nest. Du musst da drin sitzen bleiben. Du könntest ein bisschen Fische jagen zum Beispiel, ne? Das ist ein Hase. Siehst du das? Kiroku? Kiroku achtet nicht mehr. Kiroku will schon wieder Schluss machen für heute. Melana kann mal für einen Moment hier runtergehen und gucken, ob irgendwo Fische unterwegs sind. Das ist das Symbol für Schwimmen. Wir sind also hier oben noch normal unterwegs. Das ist praktisch Land mit ein bisschen Wasser. Kopf schaut noch raus, alles ist gut. Wenn wir hier runtergehen, dann sind die unter Wasser. Und dann kriegen die Schaden. Das heißt, das ist nicht besonders gut. Da müssen wir dann schnell wieder raus, weil sonst leben die nicht besonders lang. Takuta hat schon ziemlich viel HP verloren. Und das war, glaube ich, alles durch Schwimmen. Das ist also ziemlich heftig. Aber das muss man natürlich machen, wenn man Fische jagen will. Das heißt, früher oder später müssen wir schwimmen lernen. Und da können wir mal gucken, wie weit ich bin. Okay, da haben wir wieder nichts eingestellt. Das können wir mal machen.
Was wollen wir denn am liebsten? Wir wollen Wasserkörper, wäre wichtig. Kiemen wäre super wichtig. Schwimmhinterläufe ist cool. Anglerschwanz ist cool. Wo sind denn die Kiemen? Gibt es hier schon irgendwo Kiemen? Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir die jetzt einstellen, weil ich habe die ja noch gar nicht freigeschaltet. Aber es gibt auf jeden Fall irgendwie Kiemen. Man müsste nur wissen, wo. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal den Wasserkörper und angeln. Das ist, denke ich, eine ganz gute Wahl. Und dann können wir hier schauen, was ich da eingestellt habe. Wir sind jetzt bei Takuta. Genau, ich habe hier jetzt... Okay, da seht ihr schon, was hier läuft. Wir haben Bluterkrankheit. Das muss natürlich weg. Ganz wichtig. Sonst bluten die, wenn sie verwundet werden. Das wollen wir nicht. Und also bluten besonders stark. Dann habe ich mal die Streifen eingestellt, weil es bestimmt witzig ist, wenn die Streifen kriegen. Und wenn wir hier sowas anwählen... Genau, da haben wir noch nichts gemacht. Das heißt, wir können hier in das Menü reingucken und ein bisschen sehen, wie weit wir sind. Weil hier gibt es ja den Schwimmkörper zum Beispiel. Schlanker Körper, Wasserkörper. Genau. Da haben wir jetzt 14 von 50. Wir müssen schwimmen. Und jedes Mal, wenn wir schwimmen, kriegen wir hier einen Punkt. Und irgendwann haben wir 50 und schalten das frei. Das ist das Ziel. 50 mal schwimmen ist natürlich ziemlich aufwendig. Und da gibt es einige andere Sachen, zum Beispiel die Geweih, gekrümmte Hörner. Kiemen, genau, da sind sie. 14 von 50. Da haben wir auch 14. Das heißt, irgendwann schalten wir hier was frei. Das eine früher, das andere später. Da gibt es ein paar Sachen, die echt lange dauern. Auf jeden Fall ist das Ziel der Sache. Das heißt, wir müssen viel schwimmen. Das machen wir aber nicht mit so wertvollen Tieren wie Takuta, sondern da nehmen wir dann irgendwelche Tiere, die, ja, die uns nicht so wichtig sind. Wir können hier auch gründeln, ungefähr so. Bringt nichts. Bringt immer noch nichts. Dann lassen wir das halt. Und wenn wir hier rumgründeln, dann kriegen die Nachzuchten vielleicht irgendwann mal gründeln, wenn wir Glück haben. So als Statistik, weil das ist hier so eine Fähigkeit, die wir eigentlich auch erst freischalten müssen. Ich glaube, wir haben jetzt nichts, kein Gen, was uns da beim Gründeln weiterhilft. Im Wasser können wir gründeln, wir können Beeren absammeln, also so Sträucher absammeln, keine Beeren, sondern Sträucher, die uns praktisch so Nistmaterial geben, denke ich. Das müsste sowas sein hier. Okay, ich bleibe jetzt aber trotzdem mal hier sitzen oder gehe vielleicht ein Stück darüber. So. Wir suchen hauptsächlich Fische, da müssen wir immer gucken. Jedes Mal, wenn wir uns irgendwie ein bisschen bewegen, haben wir wieder die Chance, dass hier ein Fisch in die Nähe kommt. Da können wir gründeln. Wir bleiben jetzt einfach mal hier. Okay. Wir haben ziemlich wenig Nahrung, also wir sollten nicht so viel durch die Gegend laufen, wie ich das da mache. Das heißt ziemlich wenig. Wir haben 74, das ist schon in Ordnung, aber ja. Ist im Moment ein bisschen schwierig. Das hauptsächliche Nahrungsinkommen, was wir haben, kommt wirklich aus diesen beiden Beerenbüschen. Da kommt ziemlich viel raus, das ist gut für uns. Yeah, zum Glück regnet's. Weil das mit den Fischen ist wirklich so eine Sache, da sind wir noch am Lernen. Das funktioniert meistens nicht. Außerdem ist das wirklich eine Glückssache. Wenn man so, ja, Jäger hat, dann sind die natürlich immer auf Tiere angewiesen. Und die Tiere, die sind nicht immer da, das ist gefährlich. Das ist viel risikoreicher, als Bärenstorche abzusammeln. So, du sammelst hier ein bisschen Kraut ein. Der Hase macht scheinbar nichts. Okay, jetzt läuft er wieder weg. Und du gehst jetzt aus dem Nest raus. Bist du krank? Nee, du bist nicht krank. Du bist super gut. Und in Ordnung, alles ist toll. Hier haben wir ein bisschen Kraut. Du kannst nichts wirklich. Das heißt, du sammelst Nistmaterial. Das ist gut. Du kommst hier hoch ins Nest. Und dann können wir dich direkt verpaaren. Genau. Ungefähr so. Da wird jetzt ein krankes Tier rauskommen. Ich glaube zu 100%, weil die gleichen Immunitätsgene haben, beide A und C. Aber wie gesagt, wir machen das mal, damit wir vielleicht die tollen Fähigkeiten hier retten können. Oh, Parasit entfernen. Im Wasser kriegt man auch immer Parasiten. Das ist auch ganz interessant. Da müssen wir drauf achten. Die kann man erstens essen, was super schön ist. Und die Tiere nehmen natürlich ein bisschen Schaden, wenn sie Parasiten haben. Deswegen sollte man die möglichst schnell entfernen. Ich denke hier, Takuta hat auch durch Parasiten ziemlich viel Schaden genommen. Das Rudel wärmt und das Wasser ist kalt. Ist auch ganz interessant, also wahrscheinlich, wenn wir im Wasser leben wollen, brauchen wir so ein bisschen Kälteresistenz. Da müssen wir auch drauf achten. Gut, was kannst du gründeln? Da ist nix. Okidoki. Dann können wir sowieso schon nichts mehr machen. Wir sind soweit fertig. Schauen wir mal, was das Jungtier so drauf hat. Oh, du siehst ja mega süß aus. Du hast Hörner. Du bist krank. Gut, das haben wir uns schon gedacht, dass das so kommt. 4 Angeln, 6 Stärke. Das ist eigentlich das, was ich wollte.
Wunderbar, ich bin zufrieden. Gut, wir haben den mittleren Schwanz, das können wir noch verbessern. Ich habe bei den Elterntieren eingestellt gehabt, das Fell und Bluterkrankheit entfernen. Und hier hatte ich, genau, Punkte und Fell. Da habe ich aus Versehen die Punkte eingestellt und habe das Ganze dann noch wieder in Fell geändert. Also in Streifen geändert, ich nenne das Fell, ich weiß nicht warum, sieht aus wie ein Fell, ne? In Streifen, weil ich gedacht habe, das sieht doch ganz cool aus. Wenn wir so Jagdtiere haben, dann brauchen wir Tigermuster, oder? Punkte hatten wir ja schon. Mal gucken, ob wir irgendwann das Muster kriegen. Ich denke aber, dass wir erst Tiere mit dem Muster einkreuzen müssen, damit es funktioniert. Schauen. Gut. Dann schicken wir dich wieder ins Wasser, ne? Du kannst ganz gut fischen. Moment. Du sammelst ein bisschen Kraut. Du kannst ja hier hochgehen. Und wieso bist du denn... Ach so. Das ist nicht gut. Wieso bist du denn noch trächtig? Kannst du in einem Sprung ins Nest gehen? Nein, kannst du nicht, weil das sowieso gerade belegt ist. Habe ich da was verplant? Okay, dann bauen wir hier das Nest ab und du baust dein eigenes Nest. So. Gut. Da haben wir wohl was verplant, ne? Okidoki. Dann haben wir das nochmal gerettet. Jetzt gucken wir, ob wir irgendwo Fische finden. Da ist sowas Fischiges. Das sind so große Fische. Die sind besonders schwer zu angeln. Ich weiß nicht so recht, welche Fähigkeit da die wichtige ist für uns. Wenn ich jetzt da runter schwimme, dann muss ich dann wieder hoch. Das heißt, wir haben nur 2 Punkte. Ich kann den Fisch nicht angreifen, ohne im Wasser zu bleiben. Wenn wir im Wasser bleiben, nehmen wir Schaden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Nacht jetzt sterben hier mit Takuta, wenn ich da runtergehe. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Sondern wir warten einfach mal ab. Du? Warte mit dir. Du bist noch zu klein zum Fischen. Du sammelst ein paar Beeren. Ach, das kannst du gar nicht. Gut, dann sammelst du den Strauch ein. Du sammelst natürlich wieder Beeren für uns. Dankeschön. Damit wir genug zu essen haben. Und dich können wir eigentlich auch wieder ins Gemüse schicken hier. Ungefähr so. Dann kannst du hier die Beeren absammeln. Du kannst wenigstens so ein bisschen sammeln. Okidoki. Du kannst auch sammeln. Dann mach das doch. Yeah. Man kann die Beerensträucher auch angreifen. Da bekommt man auch Beeren für. Allerdings gehen die Sträucher dann kaputt. Also so ein Tier mit 6 Angriff kann so einen Beerenstrauch mit einem Schlag zerstören. Dann kriegt man einen Haufen Beeren und dann aber auch nie wieder. Das ist also vielleicht nicht optimal. Der Fisch hat sich nicht bewegt. Das heißt, den können wir leider im Moment nicht angreifen. Yay. Noch ein Jungtier. Die Mutter ist leider gestorben. 2 Fischen, 3 Angriff. Sieht ganz nett aus. Okay. Mal schauen. Wir haben jetzt den Schwimmschwanz bekommen. Das ist schön. Wir haben wenigstens 1 Klaue und 1 deformierte Pfote. Das ist nicht so schön. Was hast du denn für Gene hier? K und A. A und C. Wir haben jetzt zu viele A-Gene überall drin. Ne? Du hast C und C. Okay. C und C. Das ist nicht schlecht. Damit können wir was anfangen. Du hast wieder A und C. Ja, okay. Wir haben ein Männchen und ein Männchen. Das ist nicht so gut. Du bist auch ein Männchen. Du bist ein Weibchen. H und A. Dich können wir dann zum Beispiel hier mit Dugnu paaren. Du heißt auch wieder Dugnu. Das hatten wir doch schon mal. Also die Namen wiederholen sich natürlich. Man kann die Tiere auch umbenennen. Wenn wir hier in das Menü reingehen, dann können wir die hier umbenennen. Wie wir wollen. Wie nennen wir dich denn? Ne, wir lassen dich Dugnu. Ich fange jetzt gar nicht an, die umzubenennen. Sondern wir lassen die so, wie sie sind. Wir gehen jetzt mal hier runter und schwimmen. Gucken mal, was wir mit den Fischen machen können. So. Oh, das sind die guten Fische. Also die großen kriegen wir irgendwie meistens nicht. Razzorania heißt die. Und das hier sind Fischschwärme. Die sind ein bisschen einfacher. So, jetzt haben wir Schaden genommen. Ihr seht das. Hat sich aber gelohnt. Wir haben ganz viel Fisch bekommen. Oh, wir haben 2-mal Schaden bekommen. Also wir haben keine Kiemen, deswegen können wir wohl nicht schwimmen, wie es aussieht. Die Tiere nehmen immer massiv Schaden, wenn man sowas macht. Na gut, wir haben ein bisschen Nahrung gesichert und wieder was dazugelernt. Ich denke, wir schwimmen dann mal mit den Tieren, die wir nicht mehr brauchen immer, damit wir den Schwimmskill hochkriegen, beziehungsweise hier die Sachen eben freischalten. Ich gucke mal ins falsche Menü rein, wenn wir hier bei irgendeinem Tier gucken.
Was war das? Irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ich versuche immer drauf zu klicken, da ist immer irgendwas im Weg. Wenn wir hier reinschauen in dieses Menü, dann sehen wir ja, wie weit wir sind mit dem Schwimmskill. Zum Beispiel große Nase, da müssen wir noch ein bisschen Gras sammeln, beziehungsweise uns auf Gras bewegen. Und dann kriegen wir das auch freigeschaltet. Große Nase ist auch cool. Aber ich glaube, Kiemen ersetzt große Nase. Aber das dauert noch sehr lange. Wir sind jetzt einmal geschwommen und haben gleich ein Tier verloren. Und wir müssen 50 Mal schwimmen, um die Kiemen freizuschalten. Das ist schon ein ordentliches Stück Arbeit. Ich habe jetzt mal Milana und Kiroku verpaart. Das wird nicht super toll werden, weil die beide AC-Gene haben. Aber die haben beide ziemlich gute Statistiken. Und da habe ich gedacht, versuchen wir es einfach mal. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Hier habe ich immer noch die beiden Fälle eingestellt. Und hier habe ich jetzt mal den Anglerschwanz. Und da haben wir wieder ein Bluterproblem. Das heißt, ich versuche das wieder rauszubekommen. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bei dem Versuch. So, Mama haben wir verloren. Aber das Jungtier kann fischen und kann angreifen. Das ist gut. Kann sogar ein bisschen sammeln. Ich bin zufrieden. Sieht schön aus. Und ist hat A und C bekommen. Wow. Da hatten wir aber richtig Glück. Also manchmal kann man auch Glück haben. Es kann funktionieren. Okay. Nice. Das heißt, wir haben nur ein krankes Tier. Nämlich Dugnu. Dugnu hat aber die besten Statistiken. Das heißt, mit Dugnu werde ich nicht fischen gehen, sondern mit Dugnu. Ich habe mit ihm so ein bisschen gegründelt hier. Ungefähr so. Vielleicht kriegen wir ja dann Gründeln. Mal gucken. Und die müssen wir jetzt verpaaren mit möglichst vielen anderen, die möglichst gute Statistiken haben. Zum Beispiel mit Lasi. 3 und 2. Dann haben wir 4 und 2. Das ist aber ein Männchen. Okay, du kannst nicht mithalten, obwohl du Hörner hast. Gut, du hast auch Hörner. Ja, du kannst einfach nicht mithalten. No way. Dugnu ist zu gut. Dugnu, dich verpaaren wir jetzt mit Lasi. Wen haben wir denn noch? Da sitzt noch Kirnu, das ist auch ein Männchen. Da haben wir nicht viel Auswahl, ne? Wir haben sowieso nur Lasi. Okay. Du kannst noch nicht laufen. Du gehst jetzt hier hoch und dann verpaaren wir euch einfach mal. So. Und du kannst nicht sammeln. Okidoki. Ja, dann bleibst du einfach sitzen und du gehst wieder hier runter. Fischis gucken, das sind Fischis. Und wir können nichts mehr tun. Oh nein. Ja, Nahrung geht nicht hoch. Auf die Art kriegen wir die Nahrung definitiv nicht hoch. Gehen wir mal mit... Kiroku kann unglaublich weit laufen. Das ist cool. Hier vor. Und da sind die Fische auch schon wieder weg. Ja, die sind schon wieder außer Reichweite. Aber da unten gibt es ziemlich viele Fische. Das ist eine gute Location. Da können wir uns vielleicht irgendwann mal so ein bisschen Nahrung organisieren. Jetzt aber nicht mehr. Wir haben nur noch einen Punkt Bewegung. Da gehen wir nicht ins tiefe Wasser. Das ist keine gute Idee. Haben wir schon gesammelt hier? Oh, unser Bärensammler ist gestorben. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich fischen. Wenn wir nicht fischen, dann werden wir früher oder später verhungern. Das ist natürlich nicht schön. Okay. Nächster Tag. Du? Wollten wir nicht verpaaren hier? Wie sieht's aus? Du gehst mal aus dem Nest raus. Und eigentlich wollte ich die beiden verpaaren, ne? Dich mit... mit Dugnu. Du kommst mal hier vor. Und... dann verpaaren wir euch jetzt. So. Hä? Was ist denn da los? Das wird nix. Oh. Oh, Dugnu ist, hat nur ein Fruchtbarkeit. Das ist überhaupt nicht gut. Das wird schwierig. Da müssen wir noch ein bisschen probieren, wie es aussieht. Geh mal ins Wasser. Genau, hier sind Fische. Die erreichen wir jetzt noch nicht. Aber wir können zum Beispiel hier das Nistmaterial einsammeln. Das ist echt viel wert, 2 Stück. Das ist schon nicht schlecht. Und dann gehen wir wieder raus aus dem Wasser, weil wir nehmen Schaden. Und wir wollen nicht über Nacht da drin bleiben. Das ist keine gute Idee. Du kannst nicht Beeren sammeln. Das heißt, mit dir müssen wir auch fischen gehen. Dann musst du auch mit hier vorkommen. Geh mal hier hin. Und dann machen wir hier ein bisschen Druck auf die Fische. Und gucken, ob wir da ein paar erwischen können. Einen habe ich schon geangelt. Okidoki. Mehr können wir erstmal nicht machen. Das ist wirklich schwierig, hier zum Fischer zu werden. Jetzt haben wir natürlich auch noch kranke Tiere, weil Dugnu ist ja krank. Kiroku, Kirnu,
Dugnu. Dugnu, tu es. Komm schon. Oh, du hast so ein Viech. Du hast jede Menge Debuffs. Abgekühlt. Aufgewärmt. Blutegel und du bist krank. Gut, dann nehmen wir dich mal und helfen ihm. Und dann versuchen wir nochmal zu verpaaren. Oh, es hat funktioniert. Gut. Dann müssen wir nur noch ins Nest und dann haben wir theoretisch irgendwann Nachwuchs. Jetzt haben wir noch Kirnu hier. Kirnu, du gehst mal schwimmen. Fische. Wir probieren erstmal. Wir haben nur 2 Angeln, also wir nehmen die kleinen Fische. Yes, hat funktioniert. Dann gehst du da hoch und du gehst runter. Du hast auch nur 2 Fischen. Du bist jetzt im Moment krank. Die Fische sind zu weit weg. Die sind hier. Dann können wir nichts machen, ne? Dann müssen wir wieder raus. Oder? Ja, wir müssen wieder raus. Haben wir Schaden genommen, aber wir schalten langsam den Angelskill frei. Also das ist es definitiv wert. Wird nur ein bisschen dauern, bis wir dann so weit sind. Du kannst sammeln, das ist gut. Du sammelst für uns ein paar Beeren, damit wir nicht verhungern. Wir haben überhaupt kein Nahrungsinkommen im Moment. Der eine Fisch da, der bringt uns nicht weit. Okay. Du kannst nichts sammeln, du gehst einfach nur ins Nest. Wunderbar. Du gehst mal lieber eins da hoch, damit du nicht krank wirst. Nimmst du ein paar Beeren. Die anderen schicken wir dann wieder zum Fischen, ne? Dugnu. Wir haben kein anderes Weibchen. Wir sollten Dugnu jetzt nicht fischen lassen, sonst stirbt der. Wir sollten den nochmal verpaaren, wenigstens noch einmal. H und A und C und C. Das könnte nämlich echt was werden hier mit den beiden. Da kommt bestimmt was Gutes raus. Der hat so gute Skills. 4-mal fischen. Okay. Nächster Versuch. Bäm. Der Fisch ist zu weit weg. Nein. Das ist nicht gut. Gibt's hier vielleicht einen Fisch? Auch nicht. Ja. Das ist wirklich nicht einfach, fischen zu gehen. Hier waren Fische, ne? Ich denke, wir machen es trotzdem. Einmal müssten wir uns leisten können, oder? Oh, die sind schon wieder weg. Tja, das ist immer das Jagen. Beim Jagen braucht man natürlich Jagdglück, ansonsten wird es nichts. Kann nicht unter Wasser atmen. Der Debuff sollte aber verschwinden, weil der Kopf guckt ja aus dem Wasser raus, ne? Wir können ihn zur Sicherheit mal hier hochgehen lassen. Ich glaube, wenn die zu lange hier oben im Wasser sitzen, dann kriegen sie den Sauerstoff-Debuff. Da müssen wir aufpassen. Okidoki. Weiter geht's. Bäm! Wie heißt du? Nuruvan. Willkommen im Rudel, kleiner Nuruvan. Was kannst du denn Cooles? Du kannst gut fischen und du hast viel Stärke. Das ist schön. Du bist auch nicht krank. Du hast wieder AC. Das ist, was alle haben. Und ansonsten... Ja, sieht eigentlich alles ganz gut aus, ne? Du kannst nicht besonders gut sehen. Das ist schlecht. Aber ansonsten ist es in Ordnung. Bluterkrankheit, die kriege ich auch irgendwie nicht raus. Da brauchen wir wahrscheinlich neue Tiere zum Reinkreuzen, dass wir die Krankheit loswerden. Dann lassen wir dich da erstmal sitzen. Und Lasi verpaaren wir direkt nochmal. Oh, beim ersten Versuch. Nice. Da habe ich erwartet, dass es länger dauert. Das Nest reparieren wir. Und damit können Dugnu dann jetzt wieder schwimmen gehen, hätte ich gesagt. Der hat sein Soll erfüllt. Den lassen wir mal hier vorgehen. Vielleicht schwimmt da irgendwann ein Fisch vorbei. Du gehst hier runter. Keine Fische mehr. Oh nein. Jetzt sind wir 2-mal geschwommen. Wenig Sauerstoff. Oh oh. Vielleicht hätten wir wieder an Land gehen sollen. Ich habe den wenig Sauerstoff-Buff noch nicht so ganz verstanden. Debuff. Die Fische sind weg. Wir müssen die Fische suchen gehen. Ja, hier ist wieder so ein Fisch in dem Grünzeug drin. Das ist so ein Razorania. Wir haben 2 Fischskill. Mal gucken, ob wir den erwischen. Nee, keine Chance. Aber wir können wieder so ein bisschen Algen sammeln. Als Nistmaterial. Okay. Ja, wird langsam schwierig hier mit den Fischen. Du hast den Diva verloren. Also scheinbar kann man da auch im Wasser bleiben. Das ist wohl kein so großes Problem. Ich bin hier überall unterwegs und suche, aber die Fische sind selten. Da müssen wir einfach weitersuchen.
Wir brauchen dringend Kiemen, damit wir hier ein bisschen weiter rausschwimmen können. Das wäre super wichtig. Du gehst da raus. Du gehst da rein. Viren gibt's nicht. Und du sammelst ein bisschen Grünzeug. Okay. Dann schauen wir mal, was hier... Gehen wir erst nochmal schwimmen und dann gucken wir, was da für ein neues Jungtier zu uns stößt. Gründeln kannst du. Yes, das funktioniert. Glück gehabt. Ja, unser Food geht runter. Wir sind jetzt unter 60. Das ist nicht schön. Da müssen wir wirklich drauf achten. Ich versuche hier mal die Bärenbüsche so ein bisschen abzusammeln mit Rowan. Wir haben nur Männchen. Wir haben nur Lasi als einziges Weibchen. Alle anderen sind Männchen. Das ist ein bisschen tragisch für uns. Wenn wir da nicht bald Unterstützung kriegen irgendwie, dann wird es zum echten Problem. Okay, jetzt haben wir ein Weibchen zumindest mal. Statistiken sind in Ordnung, aber nicht umwerfend. Bisschen wenig Fischen. Du bist gar nicht krank. Wieso wird dich jetzt angesteckt? Du bist auch nicht krank. Das Jungtier ist auch nicht krank. Also irgendwer hat hier irgendeine Krankheit von Dugnuvan. Wahrscheinlich hat sich da jemand anstecken lassen. Lasi wahrscheinlich. Okay. Ja, Lasi ist die Einzige, die hier krank ist. Dann schicken wir Lasi zum Angeln, ne? Gieß mal hier runter. Ja, geh mal dahin. Für einen Moment. Irgendwo Fische? Nö. Dugnuvan ist tot. Der war jetzt zu alt. Der war schon zu lange bei uns. Oh, ich habe echt Angst, dass wir verhungern. Okay. Gucken, ob irgendwo Fische sind vielleicht. Nö, hier nicht. Hier vielleicht. Irgendwo gründeln können wir. Keine Fische. Oh, das ist nicht gut. Jetzt können wir nicht mehr gründeln. Wieso? Ich weiß es nicht. Mal da auf die Spitze. Die Spitzen sind immer ganz gut. Da sind relativ viele Fische. Manchmal. Aber manchmal auch nicht. Okay, da haben wir nur noch zwei Moves. Da können wir nichts mehr machen. Wir sind eigentlich schon wieder durch. Du bist noch zu klein. Oh, Verstärkung. Herziana. Willkommen im Club bei uns im Rudel und so. Ach, geht nicht. Können sie noch nicht aufnehmen. Aber wir wissen, wo sie ist. Die Insel ist ja klein. Die finden wir bestimmt wieder. Dann können wir die aufnehmen. Und die hat D- und B-Gene. Das ist schön, weil D und B haben wir scheinbar noch überhaupt nicht. Die müssen wir auf jeden Fall mit reinkreuzen. Dann gucken wir mal, ob unsere kleine Fischergemeinschaft hier überleben kann. Ob wir es schaffen, uns zu fischenden Katzenhirschdingern zu entwickeln. Ich weiß nicht, wie das dann heißt. Fischkatzen oder so. Mal schauen, wie die Tiere dann aussehen. Es gibt einiges. Kiemen? Also Katzen haben definitiv keine Kiemen. Ich weiß nicht, ob das dann noch stimmt, ob wir die dann auch Katzen nennen können. Mal gucken. Ich bin super gespannt. Für heute müssen wir leider schon wieder Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.